Hä? Warum sind die alle im Porno-Business? What you do for a living, Englisch. Aber ich finde das sehr lustig. Das ist, ich weiß nicht, ob es ihr ein oder andere kennt. Was die sozusagen machen, ist sozusagen what you do for a living. Er rennt sozusagen zu ja, Leuten in sehr teuren Autos hin. Hier ein Ferrari 488, 280.000 geschätzter Marktwertpreis. Und dann fragt er, what do you for a living? Und ich fände es eigentlich mal ganz lustig. Wir können ja jetzt mal reinschreiben, was wir glauben, dass die ja machen als Job. Mal gucken, wie oft wir richtig liegen oder falsch liegen. Ihr könnt ja schon mal überlegen, zwei Damen. I love your car, what do you do for a living? Also, was könnten die machen? Ich überlege gerade mal. In die Richtung Medizin irgendwas? Immobilien ist auch nicht schlecht. Also, OnlyFans glaube ich nicht. Außer einer von euch hat die gesehen. What? Like, how did you get the car? Our dad bought it for us. Oh, Daddy hat Tochter. Okay, alright, well, I appreciate the honesty. Yeah, thank you. You have to ask him. Okay, okay, alright, thank you. Love your car, what do you do for a living? Porsche 911 Turbo S 203.000. Boah, YouTuber? Ich glaube YouTuber, oder TikToker könnte auch sein. Designer, YouTuber, Bitcoin? Ah ne, bei Bitcoin müsste auf dem Auto irgendwas stehen, glaube ich. What? Was? Ein Porno-Music-Producer? What the fuck? You're a Music-Producer. Porno-Music. Okay, da muss ich kurz... Also das kann ich ja live gar nicht gucken. Ich wollte jetzt mal nachgucken, was läuft denn für Musik in Pornos? Ist mir noch nie aufgefallen. Lol. Porn? Yeah. A Porn-Music-Producer. Alrighty, man. I appreciate it. Thank you. What do you... Car, what do you... One-on-One Color Edition, Mercedes AMG G-Klasse 63. Boah, keine Ahnung, was macht der? Ja, diese ganzen G-Klassen, die sieht man auch immer in Berlin. Football College, mal gucken, Kryptos, irgendwas mit Social Media. Boah, YouTuber, irgendwas mit Social Media. Ich nehme irgendwas mit Social Media, Webdesigner, wobei so ein blaues Ding, vielleicht auch irgendwas mit Design. Social Media Design. What do you do for a living? Are you Daniel from TikTok? Yeah, bro. Dude, what? That's crazy. Have you seen it? Yeah. That's awesome, man. I make adult films. Adult. Was? Adult films? XXX? Adult films. Yeah. Okay, man. Hä? Warum sind die alle im Porno-Business? Also, kann man irgendwelche Aktien in dem Bereich kaufen? Cool. It's nice to meet you, bro. Appreciate it, man. Thanks. I sell bananas. I sell bananas. So, for real? No, I don't sell bananas. Was macht der? Audi R8 Supercharger. Die kosten alle nur 200.000. Ja, ein Audi R8 wollte ich mir irgendwann mal damals holen, aber wäre jetzt natürlich auch nicht. Keine Ahnung, Porno-Business. Ja, der hat auch so eine Porno-Sonnenbrille an, aber das kann ja nicht sein. I do roofing, I have a roofing construction company and real estate. Roofing and roofing construction. Okay, also Real Estate und Dings. Wir können ja mal eine Strichliste führen. Zweimal Real Estate, zweimal Industrie P. Yeah. What was your first job? My first job was I bagged groceries at Tom Thumb. You bagged groceries? Yeah, for $4.75 an hour. $4? Yeah. Hey, Daniel, good to meet you, bro. Yeah, man, nice to meet you, too. Porsche 7, kein Mann. Der hat so eine weiße Uhr an. Weiße Uhr? Keine Ahnung, was schreibt ihr? Real Estate, Chirurg. Ja, ey, so Arzt, Chirurg denkt man auch immer. Anwalt hatten wir jetzt noch nicht, ne? Architekt, Real Estate könnte auch Sinn machen. Wobei, hat man dann so ein Auto? That's awesome! Oh, thank you, IT. IT? Okay, did you go to college? Did not finish. Did not finish, okay, you dropped out? Now you're driving this car, that's awesome. I appreciate it, man, thanks. Oh, der Lambo, der Aventador, für 400.000. I don't know. Ist eine Frau und der Mann sitzt nebendran. Ich sag jetzt einfach mal mit Kryptos. Ich weiß nicht, wie alt das Ding ist. Private Media Group ist die passende Aktie für das Video. Oder okay, bravo, awesome. Oh, thank you very much. Hä, was war das jetzt? Du? Okay, bravo, awesome. Batwoman, oh, okay. Ferrari. Hey, excuse me, man. I love your car. What do you do for a living? Oh, was sagt ihr da bei dem? Ich hab eine Idee. Sportler. Ja, in die Richtung entweder so Football,
Aber ich weiß nicht, ob er schon zu heavy für den Football oder MMA-Fighter, nee, ist sogar irgendwas, er ist Komiker und Bodybuilder, haha. Das wollte ich auch sagen, Bodybuilding irgendwie, ob er damit irgendwie so Supplements und weiß es ich was. Er verkauft Eiweißshakes. Okay, ja, wahrscheinlich Fitness und ja, das würde ich auch sagen. Cool, what do you do? I make gains, bro. I can see that. Huge. Hey, yeah, thanks, man. Make gains. So, like, you lift for a living? Yeah, I'm a bodybuilder, bro. Okay. Bro. Dude, that's crazy, man. Yeah, you're jacked. Nice to meet you, bro. Yeah, thank you very much, man. Thanks. Nice. Das ist auch ganz lustig, ey. Das macht Spaß auf jeden Fall, zu raten, was die Leute so machen. Moin YouTube, hier ist Bastian von Talabox. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, du konntest einige Golden Nuggets für dich mitnehmen. Wir wollen jetzt richtig durchstarten, das heißt mehr guten Content für euch, Interaktion und Überraschung. Also jetzt ist der Zeitpunkt zum Abonnieren. Ansonsten, wenn du gleich weiter durchstarten willst, verlinke ich dir hier rechts und links noch weitere Golden Nuggets. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, invest smart statt hart.